kriegst ja eine Pionierarbeit. Auf die Unterlegscheibe. Abschrauben, Unterlegscheibe ab und dann wieder ranschrauben, aber. Okay. Ja. Du willst die so rum ran haben, ja? Nach oben. Ja, nicht alle. Das ist ja der Witz, wenn ja, das welches willst du nach oben haben? Wo ist denn das mit da passt die Rolle nämlich zwischen rein. Nee. Nee. Da passt du nicht zwischen rein. Ich dachte so. Ja. Passt. Nee. Dann kannst du ja nicht mal richtig abrollen. Ach so. Macht ja dann keinen Sinn. Ja, also das oder das muss falsch rum. Sozusagen. Angebaut werden. Die bleiben richtig rum. Das ist falsch rum. Da müsst du mal überlegen, wo man die anderen hinmacht. Ja, deswegen sollte es herkommen. Deswegen sollte es herkommen. Deswegen muss ich das ja wissen. Ich halte mal an. Ich würde auf jeden Fall eben in die Höhe setzen, so ungefähr. Dann verkaschierst du die hässlichen alten Löcher vielleicht. Kann das mit der Küchenrolle hier rüber machen? Ich halte jetzt mal hier. Jetzt halt mal was anderes noch hin, damit man ungefähr von der Höhe weiß. So, und dann passt das auch. Dann rüber hier. Dann rüber hier hoch. Dann halt. Dann ist schon. So, wenn man das zueinander setzt. So, vielleicht, guck mal. Oder in einer Reihe. Warte. Ja, das sieht dann wieder so gelitscht aus. Alter, das funktioniert ja so super. Ja, als Stufe. So irgendwie. Hm. Ja, dann ist das aber auch nicht mehr richtig. Das ist nicht richtig. Ja, dann ist das ist dann ordentlich über den Wasserhahn. Naja, so, jetzt gehen wir mit deiner Kante unter meine Kante. So ungefähr. Ja, so ungefähr. Hier kann ich noch ein Stück rutschen. Gut, dann fangen wir mit dem da an. Also das wird hier nichts. Das kann ich schon mal sagen. Hä? Das sieht nichts, weil das rutscht, ist hier raus, hier rutscht und dann ja. Kriegst du nicht wieder rein. Ja, das. Machst du das bitte Mülleimer? Ja, warte, guck. Ja, Entschuldigung. Ja, die gehen ein bisschen beschissen, manche. Genau, ich dachte, mit deinen Klingfingern schaffst du das. Also, wenn du sie wieder zusammenkriegst, hier in die Kiste. Hm? Ich brauche die Unterlegscheiben. Ich habe jetzt nur große. Hier, die hier. Und da rutscht mir aber der Schraubenkopf durch. Das sehe ich schon, brauche ich dann hier auspacken. Also muss ich ein bisschen rumfuschen. Geht nicht anders. Weil ich muss ja, sage ich mal, weil die Schraube, weil die jetzt ja falsch rumhängen, hält das ja hier nicht. Ja, ne? Ja, das habe ich schon verstanden. Wenn es dann auf dem Kopf hängt, muss hier auf jeden Fall eine Unterlegscheibe davor mit. Das hier ne, so. Ja. Also sprich, sieht dann so aus am Ende. Mhm. Ja, also das wissen wir, kannst du vielleicht weiß anmalen, aber dann. Ja, das kommt dann noch. Dann geht das gleich. Gut, Bohrmaschine. In der Wohnung muss man überall improvisieren. Ja, das ist nur Ungefisch ist das. Eine Improvisationswohnung. Ja, wir machen einfach das weiter, was der Herr Weber vorgemacht hat. Ja. Alter, was ist das denn hier? Ist hier auch immer alles perfekt in Waage? Ja, natürlich. Also so gar nicht. Ja. Ihr musstet die Wasserwaage schief anlegen, damit es gerade aussieht. Ja. So, okay. Energie? Warte. Jetzt hättest du das Geräusch machen müssen. Warte nochmal, Energie? Ja? Gut, geht. Okay, funktioniert. Ich kann die auch halten. So, hier, guck mal, jetzt so ohne Energie und ich drehe die ganz schnell. Und du haust hier mit dem Hammer ran. Ja, da gibt es so Spezialisten, die haben es auch schon probiert. Die haben sich dann gewundert, so mit dem Schlagbohrer. Habe ich jetzt Energie? Jetzt, ja, jetzt sollen wir vielleicht Staubsauger anmachen? Nein. Hier. Ach ja, hier kann ich abwischen. Ja. Na toll.
wenn jetzt hier Wasser rausspritzt, dann habe ich eine Leitung getroffen. Kommt kein Wasser raus, alles gut. Ja, riecht das auch noch an? Haben wir noch andere? Du hattest noch andere Dübel, jetzt habe ich die Dübelkiste nämlich nicht mit. Oh, warte mal, doch, die habe ich doch mit hochgenommen. Ich habe keine anderen Dübel. Musst du mal im Flur, da muss noch so eine Kiste. Ich habe nur Schrauben. Irgendwo habe ich so eine Kiste. Auch hier andere Dübel, sind da keine Schrauben hier. Hier sind doch noch nur ganz, oder sind die anders? Ja, könnte. Ja, es ist mir zu knirsch. Die sind besser hier. Ja. Na, denn schmeckt's dir? Willst hast du der von, Luis? Ja. Sind da Dübel drinne? Ja. Ja, dann schmeiß die mal hier auf den Herd. Ja, wenn du es nicht mehr zusammenkriegst, dann holst du die Dübel. Muss ich das neu kaufen. Bis auf das letzte habe ich auch noch zu. Also das erste genau genommen. Wieder hier zu viert in der Küche. Nein, das machst du nicht. Der findest doch keinen. Also aber ein Lebewesen. Ach. Gedacht, ein Wirbeltier. Bei den Füßen ist aber eben Wirbel abgebrochen. Auch im Zimmer. Da sind ja auch ganz kleine Mutterns drauf. Guck mal, wie süß. Hm? Jetzt habe ich wieder keinen Hammer hier. Eine ganz kleine Mutter. Hol mal den roten Werkzeugkasten, bitte. Alter, ich schraub hier gerade die ganze Zeit. Ich halte es so lang für dich. Alter, ich bin schon wieder der Butler. Ja, das ist auch echt lieb von dir. Dafür habe ich dir heute auch beim Burger King was gekauft. Wieso der Burger King? Ich hab dir Geld dazugegeben. 2 Euro. Stimmt nicht, das waren meine 15 Euro. Nein, das, die 5 Euro habe ich dir von mir gegeben, du Honk. IH, IH, Irrenhaus, Irrenhaus. Und du machst perfekt. Erst wenn du da bist. Ja. So, kann Luis das hier nämlich umschrauben? Die Schrauben wieder raus. Das Brett ab und das Brett hier unten drauf. Guten Tag. Warum? Weil es so keinen Sinn macht. Ach so, soll ich das alles rausstellen? Kannst du ordentlich? Ja. Doch. Wenn das Brett so ist und du stellst es hier drauf, erstmal sieht es assi aus. Hammer. Und wenn man die Schrauben von unten reindreht, sieht es viel geiler aus. Weil das sieht dann keiner mehr. Also, wenn man das Brett hier oben drauf legt. Wenn das jetzt falsch rum. Andersrum wäre es ja so gut. So, ne? Ja, geht man die Schrauben nicht. Also ist bloß so eine Idee von mir. Ja. Ich habe zwischen die Fliesen gebaut. Das wollte das wir Schrauben ja zeigen. Das kommt so richtig rum. Ja, ich glaube schon. Das kommt jetzt. Nee, welches ja, kommt? Das ist kommt das, jetzt. Was da jetzt hinkommt. Das rausmachen. Mach das jetzt auch raus, ne? Oder wie? Weil wenn die so rumhängen, zwei Stück, das
schöner, wenn das Brett oben drauf liegt, damit man das hier nicht so sieht. Ja, weil es assi aussieht. Ja, wenn man dann die Schraubenlöcher nicht sieht. Also musst du ja dann komplett durchschrauben. Oder von unten rein oder was dann? Wie denn? Von unten. Dann sind dann die Wurzellöcher, oder? Nee. Es geht nicht darum, dass ich das unbedingt will, es geht darum, dass ich ein Fuchs bin und somit wieder Stauraum habe. Weil man da unten rein dann die Küchenrolle machen kann. Die passt nämlich genau zwischen rein. Noch was für eine Stange? Die suche ich mir im Wald. Zum Beispiel, oder man nimmt eine Kette oder irgend sowas. Vielleicht flechte ich auch was Tolles. Alter, nee. Auf jeden Fall ist das cool. Das ist voll der Lifehack. Das hat nämlich ein anderer Amazon-Superkunde auch gemacht. Das ist voll der Lifehack. Hört er sich an wie mein Alter. Wir sind überdreht, die Schrauben hier. Schon. Wisst ihr, wie er die festgemacht hat? Hä? Ja, die sind überdreht. Es ging Gewinde mehr drin, sozusagen. Das ist nur rausziehen. Was meine ich damit? Ja, die halten doch hier an den Dingern auch super. Also. Ja, beim ersten Mal. Hab das vorgebohrt, ne? Mhm. Wahrscheinlich hätte es besser gehalten, wenn man es andersrum gelassen hätte. Ja, ist korrekt. Jetzt ist. Gut, das haben wir jetzt ja keinen Riesenschrauben reinkloppen, ne? Geh dann mal wieder, ne? Mhm. Ihr schreibt einfach, wenn ihr Bock habt. Mach mir! Ja, das ist jetzt wieder scheiße, ne? Nee, das ist alles gut. Scheiße ist, wenn es gar nicht mehr geht. Dann ist scheiße. Ja, mein Gott.
komme ich hier mit dem Scheißding hier durch. Und hell ist jetzt, ja? Ich denke, es passt so. So, nächste. Das sieht doch besser aus, oder? Jetzt so. Jetzt, wenn es so hängt, da siehst du diese blöden Schrauben halt nicht, ne? Mhm. Also, ich finde ich jetzt. Das kann man ja so lassen. Das hängt ja dann so rum. Ne? Ja. Weil das ist ja okay, da siehst du auch keine Schrauben. Ja. Also das jetzt hier hin. Guck mal. Ja. Kann das hier noch dann dazwischen? Ja, wa? Müsste ich ziemlich knapp anlegen hier. So, wa? Ungefähr so, also gerade dann halt nur, ne? So. Ja. Ja. Ja, vom Sauber machen her ist es besser. Wenn die Schrauben unten drunter sind. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Ja, ich kann da noch ein Stück rangehen. Ja, nee, kann ich nicht, weil der willst ja nur ein Dings machen, ne? Ja, genau auf der Ecke, ey. Scheiße. Warte mal, das kann man jetzt. Ja, das kommt kleine jetzt. Kleine. Das hier, ne? So. So. Ja, ne? Hm. Du machst das schon, ich sag da jetzt nichts dazu. Sonst heißt es am Ende wieder Tina hat gedacht. Ja, das ist es auch so, wenn du jetzt nichts sagst. Ja. Wenn du rein ein bisschen dran ziehst, dann hältst halt nicht mal die Schrauben und das Ding an der Wand, weil du hast die Wand in der Hand. Siehst du nicht, dass es voll nachgibt? Die ganze Wand wackelt, wenn du dran ziehst. So, das kommt jetzt wieder falsch rum. Das ist richtig? Ja, ich gebe jetzt erstmal eine Augenmüll rein, wenn du das ja, ich komme. Das ist die
Wertarbeit. Kannst du mal hier auf den Bügel drücken? Das Ding muss darüber. Habe ich hier auch so. Was? Frische Bretter. Frische Löcher. Weil du willst es ja hier bündig haben. Ja, vorne muss bündig vorne sein. Bündig. Ne? Jetzt habe ich ja die meine Löcher hier. Die sind ja schon nicht ausgenuckelt. Das Problem ist, wenn du vorbohrst, weil die kurzen Schrauben, ich glaube, Luis hat ein bisschen zu tief gebohrt und deswegen sind die so komisch. Meine, da ist nichts passiert, weil das Brett da drin lag. Dann hat er auch mit Schwung gebohrt. Also an bei Holz. Mhm. Ja, und wenn die Schraube sich überdreht, reißt die alles raus da drin. Das habe ich jetzt auch nochmal gleich erklärt. Das zwar geht, aber im Notfall macht man sich hier diesen Drehmoment an. Weißt du? Ja. Das ist ja so ein weiches Holz. Das ist so gemacht, was ich total gut finde eigentlich auch, dass du das sogar ohne Akkuschrauber zusammenbauen kannst. Ja, der rechte Schraubenzieher eigentlich. Das ist halt weiches Holz. Gut. So. Steht und da ich es nicht rinnen kann, mach mal jetzt ja gleichmäßig auch bei dem richtig rum, nämlich oben die Eckscheibe drauf. Hier hätte vielleicht noch ein Stück nach rechts gehen können. Hätte Fahrrad gehabt, jetzt Platz hängen. So. Ja, das bleibt. Jetzt was ganz anderes habe ich mir nämlich heute Mittag ist mir das eingefallen. Wir haben noch. Jetzt habe ich Angst. Oh, jetzt steht der Koffer hier. Was ganz anderes. Achtung. Wir können von diesen Kisten noch was verwenden. Wir haben noch welche im Schlafzimmer stehen. Ja, das sind ja drei. Du hast mich angestrengt, Corona-Scheiße. Es sind drei von denen, wo noch da sind, und dann haben wir noch mal zwei andere. So, was willst du damit machen? Wenn die ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich setze mich rein. Du machst so, dass ich Achterbahn fahre. Bitte? Hm? Ich habe, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ist das die, wo hier reinpasst? Ne, die etwas kleinere passt zum Beispiel da in diese Ecke rein. Dann hätten wir da wieder voll die Koffer ausgenutzt. Und dann könnte man auch da oben noch mal irgendwas hinmachen. Guck, die passt nämlich genau hier so. Hier hin. Oder so bündig mit dem Trockner. Was hältst du von dieser Bombenidee? Nein. Die ist bombig. Guck dir mein Gesicht an. Ja. Ne? Alles gut. Scheiße. Warum? Erstmal ist das eine Betonwand. Ja, dafür hast du nur Schlagbohrer. Ja. Außerdem, die Ecke ist schon so zugeknietscht. Mit Zeug. Die ganze Küche ist zugeknietscht. Naja, die Kisten, das passt hier nicht. Kannst du vergessen. Soll ich andere Kisten besorgen? Nee, die müssten vielleicht mal einen Schrank hinhängen. Hm. Wir haben keine Schränke. Nee. Chaos hier. Nee. Nee.
Nee, wenn, dann musst du die Kiste. Das ist ja für dich verbraucht für dich. Weil wenn, dann muss ich es auch in der scheiß Kamera nicht stellen. Dass du so auf Fliesenspiegel hängen, mindestens in die Höhe. Ja, andersrum. Weil so sieht überlappen ist kacke. Schrauben. Das ist eine scheiße Idee. Das hier drin. Optisch schon mal ja nicht. Gut, dann noch irgendwann Hängeschränke, ne? Ja, ist auf jeden Fall besser. Da kommst du ja ohne ran. Da kannst du dann die Kiste nimmt schon drauf treten. Ja, genau. Kann ich auch so eine Schiebeleiter rein. Die Hängeschränke werden dann so gehängt, dass ich da wenigstens an die unteren Dinger dran komme. Ja. Das obere bleibt dann halt leer. Im Prinzip bringen mir Hängeschränke überhaupt nichts. Nee, im Prinzip brauchst du hier ein langes Regal mal durch. Nur. Hier in die Höhe, die Unterkante hier, Unterkante Fliese. Hier ein Regal lang. Da kommst du ja ran. Ja, warte, ich bin jetzt das Regal. Versuch mal auf Männer hinzukommen. Ja, da komm ich klar hin. Ja, siehst du, aber das lässt man jetzt weiter reinstehen, also bis hierhin, also nicht über den Herd, weil heiß und so. Also mit der Kante hier mitgehen, hier anfangen und ein langes Regal, Brett rein. Was soll ich da draufstellen? Eine Tasse. Nee. Eine halbe Tasse, wenn sie runter fallen. Ich meine, das ist cool, da kann ich das ganze Zeug, was sonst immer auf der Arbeitsplatte steht, draufstellen. Aber Geschirr stelle ich nicht so einfach offen in die Küche, das darf ich ja jede Woche spülen. War das heute im Unboxing? Ja. Das ist ja total bescheuert dann. Da können auch die Kisten nicht hängen, das kommt dann auch gleich raus. Ja, bloß die Kisten, die kriegst du ohne richtig fest hinten mit diesen, die haben ja so einen komischen, hässlichen Boden. Das zerbricht schnell. Ich hab dann jetzt nur ein Problem. Ja, gar keins. Wie hängen die Regale jetzt? Ja.
Hast du ein Stück Rohr da oder sowas? Nee. Und eine Stange? Nee. Nee. Nämlich gerade eine Idee. Hab ich nicht. Wegen deiner Küche noch. Ach, das passt ja dann auch nicht so. Ja, die ist ja dicker, wa? Scheiß. Scheiß Idee, ne, passt eh nicht. Luis, kannst du den Job so lang mal einschicken?